Was haben Sie zuerst probiert? Nikotin oder Alk? Sehr reif. Darfst du auch noch beantworten? Ich gehe nach Hause. Okay. Gut, ich habe mit beiden Sachen noch nie zu tun gehabt. Willkommen mit Joe Biden noch nie was zu tun gehabt. Freut mich, dass Sie noch nüchtern genug sind, um die Tastatur zu finden. Funny. Wenn Sie mir nun sagen würden, zu viel. Das fehlt absolut Sie schrecklich heute wieder. Das ist Jackbox, was erwartest du? Sorry, Jack Attack, was erwartest du? Hä? Jack. Nur Jack heißt das. Fucking hell, ich kann mir den scheiß Namen nicht mehr merken. Und der Entwickler hieß noch Jellyvision. Jellyvision? Zu der Zeit. Achso, haben die sich umbenannt? Ja. Oder ist das ein Spaß neues? Achso. Bitte tippen Sie nur Ihren Namen ein, Kandidat. Ich muss ja wieder anfangen. Danke. Jetzt sind wegen Sie Sitzposition. An der Reihe. Oh, wir dürfen beide unseren Namen tippen. Nett vom Spiel. Schön. Heute mit extra lauter mechanischer Tastatur direkt über unter Mikro. Auf die mechanische Tastatur gehauen. So, dann wollen wir noch schnell nicht wie sonst. Ausrüstung für diese Episode checken. Feuerzeug, Flachmann, Schnellfeuerpistole. Halt's mal, bitte. Hier. Sieht aus, als könnten wir. Etage 735. Wie bitte was? Und hier ist sie wieder, die Questshow bei der Hochkultur und Popkultur. Die letzte müsste 999 sein. Nee, wir sind jetzt unter dem Ende. Nein, ich glaube nein. Nicht. Wie viele hast du, wie viele Episoden hast du jetzt aufgenommen? 14? Also mit dem Schnaps angefangen. Ja, wie viele? Über 40? Wenn Sie mit geschlossenen Augen den Zeigefinger an Ihre Nasenspitze führen können, werde ich das Spiel starten. Okay. Aha. Das ist eine Alkoholreferenz, okay, glaube ich. Wir brauchen natürlich noch was zum Nageln. Finger an die Nase und ein Bein heben. Und dann gerade stehen bleiben. Alkoholtest für Dummies. Was das Magazin hergibt. Okay, Raucher, Trinker und angehende Waffeln und Drogen. Jetzt konzentrieren. Wir steigen aber egal. In die Welt der Waffen und Drogen. Hoffentlich geht's um die Heckler und Koch-Aktie. Hoffentlich geht es um irgendwie Mann. Und hier unsere Kategorie. Schmeckt irgendwie scheiße. Cool. Stellen Sie sich vor, Sie sind Pfeifenraucher, falls Ihre Fantasie so weit trägt. Wenn Sie Ihre Pfeife eines Tages statt mit Tabak mit Tombak stopfen, was werden Sie dann rauchen? Eine Metalllegierung, eine russische Stadt, eine Bodenluftrakete oder einen Ameisenbären? So, ich habe ungefähr so viel Ahnung wie du, glaube ich. Sie sind deswegen darfst du. Ach, nett von dir, Henrik. Bitteschön. Ja, dann probieren wir es mal aus, ne? Antwort 3. Na, da werfen wir mal einen Blick drauf. Nein, Sie okay, meinen war, vermutlich Tomahawk-Rakete. Oh, oh, Deckung! Tombak. Klingt irgendwie russisch, aber keine Ahnung. Ein Ameisenbären stelle ich mir schwierig zum Rauchen vor. Na gut, eine Stadt auch. Ebenso. Echte Extremraucher hätten es gewusst. Tombak ist eine Kupfer-Zink-Legierung, die unter anderem als Goldimitat verwendet wird. Ah. Kleiner cool. Tipp am Rande, Tombak haut viel mehr rein, wenn sie es nicht rauchen, sondern schmelzen und dann mit dem Strohhalm schlürfen. Quicksilver lässt grüßen. Lecker. Hauen Sie auf Ihren Buchstaben, wenn ein hoher und diese Frage läuft unter lohnt sich gar nicht dafür zu antworten. Rotwild und das totale Delirium. Oh. Auf der Jägermeisterflasche ist ja bekanntlich ein sogenannter Hubertushirsch abgebildet. Wäre auf der Jägermeisterflasche nicht ein Hirsch, sondern die Person abgebildet, die dem Hubertus in Hirschgestalt erschien, wer wäre dann auf dem Etikett? Jesus Christus, die Jagdgöttin Diana, Hubertus Ehefrau oder Hubertus? Ich habe absolut keine Ahnung, wer ist das? Kandidat 1. Wissen Sie, ich fände es ja passender, wenn Sie selbst sich in Hirschgestalt begegnen würden. Keine Ahnung. Komm, rate ich auch mal. Sie sehen zwar nicht gut aus, dafür sind Sie aber auch nicht intelligent. Schade.
Dann ist es wohl die Ehefrau. Hier. Schutzpatron Hubertus glaubte einst auf der Jagd in einem Hirsch mit Kreuz überm Kopf Jesus zu erwecken. Okay, also ein Dreimal falsch. Und wenn ich eine Flasche Jägermeister-Intus habe, sehe ich noch ganz andere Sachen. Ich habe heute absolut keine Ahnung von den Sachen. Ich auch nicht. Ich bin auch leider kein Alkoholabhängiger. Ich habe halt noch nie Alkohol getrunken oder geraucht. Die Kategorie für diese Frage. Und wie bitte soll ich mir das spritzen? AstraZeneca oder BioNTech? Amerikanische Forscher haben ja letztes Jahr erst herausgefunden, dass die heutige Jugend einer sogenannten LSD-Generation angehört. Ja, wenn die LSD-Generation, auch keine LSD-Generation angehören, welche Aussage über sie ist dann korrekt? Sie leiden an einem Hang zur Selbstdarstellung, einer schweren Drogenabhängigkeit, einer Lese- und Schreibdysfunktion oder einem verminderten Geschlechtstrieb. Sie wissen die Antwort, Kandidat 2. Und wo wäre da bitte der Witz? Hä? Okay. Hätte er sein das hätte ich ausgeschlossen. So einfach ist es. LSD, das passt zu gut zu 3. 4 wäre Jack typisch. Aber weil ich mal sage, es ist früh in der Episode, sage ich mal 1. Nö, sie leiden anscheinend eher an dem Hang, ihre Unwissenheit zu zeigen. Das so nämlich, zack. Oh weh, oh weh, oh weh. Die wär's gewesen. Also Jack-typisch. In diesem Zusammenhang für Low Sexual Desire. Also einem verminderten Geschlechtstrieb. Und wieder Sachen, die, von denen ich keine Ahnung hab. Gerade bei Ihnen finde ich das besonders schade. Okay. Kandidat 2, Zeigefinger durchladen. Wir brauchen einen... Und hier die Kategorie für diese Frage. Schon mal besser. Oh Gott, ich glaube, ich muss brechen. Okay, dann wollen wir mal sehen, ob Sie damals bei der Drei-Groschen-Oper schön aufgepasst und die Moritat von Mackie Messer behalten haben. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer. Wie geht es weiter? Er ist auf Mord erpicht. Doch, ein Hai kümmert das nicht. What are you talking about? Ja, wenn es wirklich der Groschenoper ist. Kandidat 1, Sie müssen antworten! Kandidat 1, Sie müssen antworten! Ich habe antworten. Keine Ahnung. Sie tippen auf die 3. Das sehen wir uns doch mal an. Oh, ho, 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 ho. Falsches Stück, Berthold. Das ist Ihre Chance. Wir werden uns heute echt, ne? Du musst erst drücken. Pass auf, Sie müssen zuerst Ihrem... Okay, Kandidat 2. War gut gewesen, so ist es. Hätte ich tatsächlich fast genommen, ja. Tja, dritte Chance. Literatur. Rambo so viel bekannter ist als er hat ein Messer, aber das sieht er nicht. Ja, er hat ihn gefunden. Kandidat 2, wir brauchen einen... Zack. So nehmen wir. Oh! Schnacketi, schnacketi, hoi, hoi, hoi. Na, wenn das keine Reimfrage ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich bin gespannt. Okay, war ja ohnehin klar. Okay, und die richtige Kategorie für diese Schnickschnackfrage lautet... Was bitte soll ich lernen? Okay, denken Sie dran. Je früher Sie sich die Frage schnappen, umso mehr Kohle springt bei einer richtigen Antwort für Sie raus. Nicht auf die Satzzeichen achten. Womit reimt sich dies? Brich, jauche, lern. Werbeslogan? Zum Ersten, ja. Es ist ein Werbeslogan für... Los geht's, Kandidat 2! Nicht auf Satz... Aber Leerzeichen auch, oder? Leerzeichen machen. Fuck. Verschrieben. Okay. Hey, da fällt mir übrigens ein Witz ein. Sag die eine Nutte zur anderen. Aber das gehört nicht hierher. Witzig. Okay, die Zigarettenwerbung in 2021, was? Ja. Stockbetrunkene Rechtsprechung. Das ist Cedric Spezial. Kennen Sie die Wodka-Marke Absolut? Nein, also namentlich. Wenn für jeden, der eine Flasche Absolut-Wodka trinkt, das absolute Recht gilt, was kann man dann über ihn aussagen? Für ihn gilt, was für alle gilt. Oh, Scheiße! Nur Gott ist sein Richter oder er bestimmt, was Recht ist. Boah, das ist eine Falle. Nein, wenn Sie
bestimmen wollen, was recht ist, sollten Sie Absolutismus-Wodka trinken. Genau, das ist es. Ach so. Das war der Catch. Absolut. Kandidat 1, zeigen Sie uns, wo es lang geht. Absolutes Recht ist das Recht, das ausnahmslos für alle gilt. Okay, also genau der erste Gedanke. Gut. Ausnahmslos für alle gilt angeblich auch, dass man nach einer Flasche absolut, absolut besoffen ist. Kandidat 1, Ihr Zeigefinger ist gefragt. Wählen Sie einen Betrag für die nächste Frage. Ja. Na, das ist doch nicht schon mal nicht schlecht. Okay, die Kategorie. Alte Ritter und ziemlich dicke Bälle. Dass Ritter, die mit dem Morgenstern in die Schlacht zogen, nicht mit Planeten um sich geschlagen haben, weiß ein jeder. Dass der Morgenstern die Venus ist, sollte jeder wissen. Aber wäre, sagen wir, Prinz Eisenherz aus Jux eines Tages statt mit einem Morgenstern mit dem Planeten in die Schlacht gezogen, den wir Abendstern nennen, womit hätte er dann zugeschlagen? Mit der Venus, mit Aldebaran, mit Sirius oder mit dem Jupiter? Mir ist das für 8000 zu heiß. Verwechsel ich es nicht gerade mit Nordstern vielleicht sogar? Vernehmt es nun, ihr Ahnungslosen. Ich hätte sonst Sirius genommen. Morgenstern und Abendstern sind ein und derselbe Planet, nämlich die Venus. Ja, gut. Aber ob das Ding nun Morgen- oder Abendstern heißt, wenn ihnen einer die Venus um die Ohren haut, ist für sie in jedem Fall Feierabend. Ich wäre voll reingegangen mit Sirius, gut. Kandidat 2, wir brauchen einen Einsatz. Und hier die Kategorie. Neue nervige Seemänner braucht das Land. Alles klar. Sagen Sie, Vicky. Fanden Sie diesen spinatfressenden Popeye auch immer so langweilig? Wenn statt Popeye ein neuer Zeichentrickheld namens Popeyote geschaffen wird, woraus wird dieser dann vermutlich seine Superkräfte beziehen? Aus Pfefferschoten, aus Mescalin, aus einem Vulkan oder aus Tequila? Aus deiner Mom. Sagt mir nix. Wieso drücke ich? Keine Ahnung. Nö. Wie sieht's aus, Kandidat 2? Ja, keine Ahnung. Hast eine dritte Chance. Ich gehe das Risiko nicht ein. Also so schwer war's doch jetzt auch nicht. Sehen Sie mal. Peyote ist die Pflanze, aus der das Rauschgift Mescalin gewonnen wird. Ich glaube aber. Entschuldigung, ich habe mich nicht so viel mit illegalen Drogen beschäftigt bislang, weil die sind verboten. Shoutouts. An unsere damalige Drogenwahl. Ich weiß nicht, wer die Funktion mit drin hat. Na, das nennt ihr eine gute Wahl, Kandidat 2. Kandidat 1, hopp, 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 machen Sie die Fliege. Sekt oder Syphilis, let's go. Sekt oder Selters. Die Kategorie für diese Sekt oder Selters Frage. Einen klaren Kaliber 45, bitte. Wow. So, ich lese Ihnen jetzt 7 Begriffe vor und will zu jedem einzelnen wissen, ist das eine Schusswaffe, etwas Alkoholisches oder beides? Für jede richtige Antwort kriegen Sie Geld. Und jede falsche Antwort und jeder nicht zugeordnete Begriff kostet Sie Geld. Sie haben 30 Sekunden, um alle 7 Begriffe zuzuordnen. Okay, und los geht's. Ruger, Hummer oder Uzi. Was? Uso. Magnum. Toll. Smith and Wesson. Keine Ahnung. Und Geldermann. Warum weiß man sowas? Oh, das hätte ich aber auch gewusst. Läuft. 3 von 7 richtig. Na, da wir hätten einen gewissen ägyptischstammigen E.M. einladen sollen. Der hätte in dieser Episode uns alle abgezockt. Mashallah. Kandidat 1 hat im Moment die Nase vorn. Kandidat 1, Sie sind dran. Na, dafür schämt man sich wenigstens nicht aus dem Bett aufzustehen. Werden wir positiv am Ende sein, ist die Frage eigentlich nur noch. Ja. Blöde Missverständnisse im Krieg.
Okay, 30-jähriger Krieg, kurz vor einer Schlacht. Wallenstein befiehlt, eine feindliche Stadt mit Kanonen zu beschießen. Wenn die Soldaten Wallensteins der Stadt keine Kanonade, sondern eine Kanonisation verpassen, was passiert dann mit der Stadt? Sie wird mit Gräben durchzogen, sie muss eine Sondersteuer zahlen, sie wird in Liedform gepriesen oder sie wird heilig gesprochen. Ich trau's mich nicht für 7000. Über 4 bin ich mir nicht sicher. Tatsächlich hätte ich auch gemacht. Ja. Scheiße! Ja, Mann, das ist es. Sehen Sie, und das ist das Ungewöhnliche daran. Normalerweise wurden die Leute damals erst umgebracht und dann heilig gesprochen. Ist doch bis heute so. Kandidat 2, versuchen Sie eine möglichst. Okay, dafür riskiere ich sogar vielleicht was. Einsame Westernhelden und schlechter Sex. So, wir haben hier eine Kontaktanzeige gefunden. Wenn Sie wissen, von wem die Rede ist, Spielertaste drücken und die Antwort eintippen. Schlanker Revolverheld. Halt! Erst den Buchstaben! Ja. Du musst. Oder? Keine Ahnung. Ich hab nicht auf meine Spielertaste gedrückt, meine ich. Ja, mal schade. Das wär's gewesen. Der Mann, der schneller zieht als sein Schatten, ist Lucky Luke. Das Cowgirl hat mir übrigens... Da wäre ich zwar auch drauf gekommen, aber was war jetzt los? Ich weiß es nicht. Hey, wieso kriege ich jetzt auch keinen Abzug? Ich verstehe es jetzt nicht ganz. Bin mir nicht sicher. Hey, ist das nicht der gesetzliche Mindeststundenlohn für Meerschweinchen bei Labortests? Die Kategorie. Komplizierte Messer und Randalierende. Das wäre eine offene Frage gewesen, die ich hätte beantworten können. Jetzt fühle ich mich verarscht. Schon mal von diesen Butterfly-Messern in der Hand gehabt, mit denen jetzt jeder rumrennt? Naja, egal. Welcher Komponist hätte in seinen Pflegejahren seine Schulkameraden beziehungsreicherweise mit einem Madame Butterfly-Messer erschrecken können? Giacomo Puccini, ne, Minato-Teil-Frage, keine Ahnung. Amadeus Mozart oder ja, ist Johann das unironisch? Kennen die Antwort, Kandidat 1? Quatsch! Franz Leha verzapfte in der Schule nur immer schweinische Stories von irgend so einer lustigen Witwe. Wir haben so für die Scheiß 200 da. Giacomo Puccini ist herzlichen Glückwunsch, das gehört auch aufgeholt. Madame Butterfly. Ja, schon cool, das Madame Butterfly-Messer von Puccini, aber gegen Rossinis Bazooka von Sevilla konnte er letztlich doch nicht anstinken. Kandidat 2, wir brauchen einen Einsatz. Jetzt kommt es halt wirklich drauf an, ne? Drücken Sie Ihren mal 7. Alles wieder nix. Wack Attack. Wobei der Betrag bei uns auch gerade scheißegal ist eigentlich, ja. Okay. Narren dieser Welt. Vor dem Showdown hier noch unser Tipp. Damit mache ich dich fertig. Okay. Was? So, ich doch falsch. Was? Was war das denn nochmal? Eine Armbrust mit dem Apfel. Ja. Doch, der Degen. Ich habe auf die Peitsche gewartet. Ist nicht der Penis. Scheint doch nicht. Was, warum drücke ich da gerade?
Egal. Eros, ist das der Lieb? Ich bin nicht sicher. Tja, Kandidat 1. Wie fühlt man sich, wenn man jemanden geschlagen hat, der noch nicht mal aus den Miesen rauskommt? Wir sehen es noch nicht. Das hat ein bisschen geleckt gerade am Ende. Ja. War auch ein bisschen asynchron. Ja gut. Tja, da wurde ich aber auseinandergenommen bei dieser krassen Punktzahl. Ja, ich glaube, das Spiel leckt ein bisschen. Ich muss es, glaube ich, neu starten. Meine Scham, es hält sich nicht mehr in Grenzen. Ich glaube, ich muss mir nur mein Leben nehmen. Das ist sehr schade. Wenn ich das drin lasse, wird YouTube mich sperren. Ja. Tschüss.